Willkommen, Freunde, ich bin's euer Odo und wie ich bereits angekündigt habe in meinen Nachrichten vom Kanal, habe ich hier ein etwas anderes Spiel für euch. Etwas anders als die Zivpartie, die ich letztens gemacht habe, und zwar Europa Universalis 4. Und wie bereits angekündigt, zunächst habe ich mir gedacht, ich muss irgendjemanden nehmen, der herausfordernd ist und irgendwie schwer zum Spielen ist, so wie Byzanz. Byzanz ist einer meiner Lieblingsländer in Europa Universalis, sehr, sehr herausfordernd, aber eine riesige Opportunity, oder Novgorod, ebenfalls ein sehr herausfordernder Staat. Beide Länder haben einen wirklich unangenehmen Nachbarn. Im Fall von Byzanz haben wir die Osmanen, die wahrscheinlich die stärkste Nation in Europa Universalis sind, vor allem am Anfang. Und als Novgorod hat man Moskau als Gegner, die einen auf jeden Fall immer angreifen am Anfang und auch viel stärker sind als man selbst. Das ist also ein ziemlich frustrierender Start. Aber es gibt für beide Strategien, die ich auch ausprobiert habe. Bei Byzanz funktioniert das sogar halbwegs. Es war aber zu unsicher, dass ich da irgendwie weiterkomme, und deswegen habe ich mich dann entschieden, das doch zu lassen. Stattdessen nehme ich einen eher einfachen Start, nämlich wieder Österreich. Erstens haben wir dann einen schönen Vergleich zu Victoria. Österreich ist ein bisschen anders zu spielen in Europa Universalis als in Victoria. Wir sind noch keine wirkliche Großmacht, aber wir haben einen riesigen Vorteil, und damit starten wir dann auch gleich in das, wie lange ich spielen werde. Ja, ich überlege gerade, wir werden nicht im Iron Man Mode spielen. Ich mache viel zu viele Fehler, als dass ich mir ein Reload nicht leisten könnte. Ja, also was können wir mit Österreich machen, beziehungsweise was ist am Anfang für Österreich schon? Österreich ist der Chef vom Heiligen Römischen Reich, und unsere Hauptaufgabe wird sein, dieses Heilige Römische Reich irgendwie zusammenzuhalten und die anderen Leute aus dem Heiligen Römischen Reich rauszuwerfen. Ja. Vielleicht noch was ich spiele. Also ihr seht hier unten, es gibt tausende DLCs. Das sind nur die wichtigen DLCs, die da unten sind. Noch gar nicht die DLCs, die für bessere oder andere Musik sorgen. Entschuldigung. Boah, das fängt ja gut an. Oder DLCs, die spezielle Truppen erschaffen oder sonst was, oder die eigenen Namen reinbringen. Ich habe genau zwei DLCs, nämlich Cossacks und Common Sense. Beide sind nicht schlecht zu haben. Grundsätzlich wäre es natürlich gut, alle möglichen DLCs zu haben, aber das ist einfach zu teuer. Ich meine, wenn es mir mal angeboten wird, alles um 75% billiger, dann vielleicht, sagen wir es mal so. Aber bis zu dem Zeitpunkt, naja, vielleicht zu Weihnachten dann, wer weiß. Okay, jo. Kurz zu Österreich. Ja. Wir sind Habsburger Dynastie, quasi nicht am Anfang, aber doch relativ knapp nach dem Beginn der Habsburger Dynastie. Wir beherrschen das Herzogtum Österreich. Wir nennen uns selbst Erzherzog. Aber wir haben auch einen großen Einfluss auf Ungarn und Böhmen. Und wir sind, wie schon gesagt, Herrscher des Heiligen Römischen Reiches.
ja, das ist eigentlich unsere Ausgangslage. Und wir haben gesagt, also in den Nachrichten zum Kanal habe ich schon gesagt, ich werde so lange spielen, solange ich Herrscher des Römischen Reiches bin. Also weil ich abgewählt werde. Boah. So spät ist es noch gar nicht. Ich bin jetzt so müde plötzlich. Sobald ich abgewählt werde, lasse ich es dann bleiben. Oder sobald das Römische Reich zerstört ist. Es gibt ein Event, das können wir verhindern. Nämlich, dass die italienischen Staaten wegbrechen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Gut, wir sind gute Katholiken und auch das versuchen wir einfach durchzuziehen. Wir werden die Reformation so stark bekämpfen, wie es nur geht. Schauen wir mal, vielleicht schaffen wir das ja. Wir sind eine Monarchie. Ja, wir sind kein Empire. Ich glaube, ein Empire wäre noch besser. Wir können tatsächlich das Heilige Römische Reich so umformen, dass wir Oberherrscher werden. Und dann gehören alle uns und dann sind wir auch ein Empire. Aber bis dahin müssen wir damit leben, dass wir Untertanen haben, die vielleicht nicht immer das tun, was wir wollen von ihnen. Jo. Hier mal kurz zum Holy Roman Empire. Ja, das Holy Roman Empire besteht aus vielen kleinen Herzogtümern, Monarchien, was auch immer. Und zwar in Deutschland und Norditalien. Der neue Imperator wird immer gewählt, aber wir können einen gewissen Einfluss üben auf die Kurfürsten, die den wählen. Also wir wählen zwar selbst nicht, also das Land, das den Emperor stellt, hat keine Stimme in dem Rat, aber es gibt 7 Kurfürsten und die kann man natürlich so beeinflussen, dass man selbst gewählt wird. Jo. Ja, wir können Free Imperial Cities und Republics gründen. Das geht mit dem Common Sense. Schauen wir mal, das habe ich, also um ehrlich zu sein, das habe ich noch nicht wirklich ausprobiert. Norditalien gehört zwar dazu, aber wir werden merken, das versucht einfach loszukommen von uns. So, im Spiel. Bevor wir irgendetwas machen, also bevor wir die Pause wegdrücken, werden wir einige Dinge zu erledigen haben. Zunächst mal schauen wir uns mal an. Unser Herrscher, Friedrich III. Von Habsburg und sein Sohn, Ladislaus Postumus. Wieso lebt er nicht schon? Der heißt deswegen Postumus. Er heißt ja deswegen Postumus, weil er Kaiser geworden ist, bevor er geboren wurde. Hm. Also 2-5-1, wieso? Ah, wir haben schon einen nationalen Fokus auf Administration, deswegen. Wichtig sind diese Punkte hier, das sind die Monarch Points, die sind so ziemlich das Einschränkendste im ganzen Spiel. Administration, diplomatisch und militärisch. Die sind wichtig für die Forschung, die wir dann betreiben, aber auch für verschiedenste andere Dinge, wie zum Beispiel, dass wir das Land zum eigenen machen, dass wir Friedensverhandlungen führen, dass unsere Truppen besser ausgebildet werden, dass Generäle ausgehoben werden und so weiter und so fort. Also dafür brauchen wir all dieses Zeug. Wir kriegen immer von jedem 3 plus den Wert von unserem Monarchen. Wir können eines zu unserem einen nationalen Fokus auf eines legen, sagen wir es mal so. Dann kriegen wir noch plus, dann kriegt das plus 2 und die anderen jeweils minus 1. Das erklärt, warum wir hier nur 7 statt 8 und hier nur 3 statt 4 haben. Und hier 7 statt 5. Das hat das Spiel offensichtlich, das Spiel startet offensichtlich schon so. Wir überlegen uns dann noch, ob wir das so lassen oder nicht. Administration ist am Anfang nicht schlecht, aber naja.
Gut, Government ist uns wurscht, leider mal. Diplomatie, das ist uns nicht wurscht. Die ist ganz, 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 ganz wichtig für uns. Wir haben 5 Diplomatic Relations Slots, das heißt, wir können mit fünf verschiedenen Nationen irgendwelche diplomatischen Beziehungen haben. Das sind nicht viele. Mit Österreich spielt man normalerweise so, dass man andere Leute heiratet. Wir werden von den Osmanen, von Litauen und Frankreich sehen uns als Feinde an. Wir können uns selbst auch noch Feinde suchen. Das machen wir aber noch nicht. Da schauen wir uns zunächst einmal an, wie das mit unseren Nachbarn ist. Also wen wir wahrscheinlich auf jeden Fall als Feind nehmen werden, ist Venedig. Einfach deshalb, weil wir die gleich am Anfang umbringen wollen. Möglichst schnell. Außerdem haben wir den Vorteil, dass sie Ungarn rivalisieren. Wir wollen gut Freund mit Ungarn sein. Wir wollen gut Freund mit Ungarn sein. Ungarn hat derzeit keinen Herrscher. Weswegen wir da irgendwas machen können, wahrscheinlich sogar. Wie können wir dann unseren eigenen Herrscher an den Thron bringen? Was weiß ich. Wow. Ich glaube, Ungarn werden wir auf jeden Fall versuchen anzufreunden. Möglichst schnell. Können wir da gleich eine Allianz machen? Ja. Das machen wir doch glatt. Das gleiche gilt, denke ich, für. Das ist blöd. Können wir nicht mit Böhmen machen? Naja, wurscht. Auch Böhmen hat keinen Herrscher. Aber wenn wir mit Ungarn verbündet sind, können wir nicht mit Böhmen verbunden sein. Aber die haben Polen als Gegner. Das ist gut. Vielleicht können wir Polen dann als Verbündeten auch kriegen. Polen ist ein guter Verbündeter für uns. Wir wollen im Endeffekt, wollen wir sowohl Böhmen als auch Ungarn einfach erben. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen. Ich habe die Spieldinger noch nicht so ganz gecheckt, aber gut, ja. Wenn wir mit Ungarn verbündet sind, werden wir auf jeden Fall Venedig als Rivalen nehmen. Wofür Rivalen gut sind, werden wir nachher noch sehen. Die anderen Rivalen überlegen wir uns noch. Wen hat Ungarn noch als Rivalen? Den Papst? Nein, den werden wir nicht als Rivalen nehmen. Böhmen? Den auch nicht. Litauen? Litauen rivalisiert, glaube ich, auch uns, oder? Ja. Das könnte man nachher vielleicht noch machen. Den haben wir überhaupt noch als Auswahl. Savoyen wäre auch ein guter Rivale. Burgund vielleicht auch. Wir könnten Böhmen als Rivalen nehmen. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, über Missionen Böhmen mehr oder weniger zu kriegen. Decline of Hungary. Hungary's relative decline in relation to the Duchy of Austria is a cause of concern. We must tighten our relationship, have more development than Hungary. Currently you have okay, na gut, das sollten wir hinkriegen. Restoration of Union. Ah. Verstehe. Ah, da kriegen wir einen Haufen Claims.
Kroatien, Transsilvanien, Italien, Transsilvanien. Ah, das ist, glaube ich, der Böhmen-Zweig, ja genau. At least 5 electors are backing Austria to become emperor. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das wollen wir auf jeden Fall bald haben. Okay. Na gut, dafür müssen wir uns eh vergrößern. Das heißt, wir werden uns in Richtung Böhmen vergrößern. Wir werden Böhmen als Rivalen nehmen. Schauen wir mal. Haben wir Claims auf Böhmen? Nö. Wir werden Böhmen, Venedig als Rivalen nehmen. Und vielleicht doch den Papst. Ich weiß es nicht. Warum will ich das machen? Ah, das will ich gar nicht, das da. Das ist das Heilige Römische Reich. Und das Problem ist, derzeit gibt es hier in Italien, dieses Gebiet gehört nicht zum Heiligen Römischen Reich. Und das ist schlecht, das soll zum Heiligen Römischen Reich auch noch gehören. Dazu müssen wir diese Gebiete aber einfügen ins Heilige Römische Reich. Auf irgendeine Art und Weise. Entweder indem wir sie vassalisieren oder erobern oder sonst was. Venedig möchte ich auf jeden Fall erobern. Den Papst könnten wir vielleicht versuchen zu vassalisieren. Also im Endeffekt müssen wir eigentlich nur den Papst und Venedig dazu bringen, dass sie dazu gehören, soweit ich mich entsinnen kann. Alles andere ist sekundär. So, das grüne Gebiet ist das Heilige Römische Reich. Diese gelben Striche gefallen uns nicht. Das gehört nämlich jemandem, der nicht zum Heiligen Römischen Reich gehört. Ich weiß nicht, was das Orange sein soll. Die Orangen sind tatsächlich die Elektoren, also die Kurfürsten des Heiligen Römischen Reichs. Mit denen müssen wir es uns gut stellen. Problematisch, dass Böhmen einer von den Elektors ist. Schauen wir uns gleich mal an. Derzeit würden uns alle wählen. Aber sie brauchen plus 100. Wir werden also relativ schnell beginnen, da irgendwelche Elektors auf unsere Seite zu ziehen, so gut wie geht. Die nicht Böhmen sind. Wir müssen nur 5 auf unserer Seite haben. Schauen wir uns dann noch an, wer Böhmen noch nicht mag. Brandenburg meistens, ja. Brandenburg werden wir auf jeden Fall versuchen ebenfalls zum Freund zu machen von uns. Brandenburg ist auf jeden Fall kein schlechter Partner. Brandenburg hat noch Sachsen als Rivalen. Sachsen auf jeden Fall als Gegner. Ja, super. Wer ist denn noch? Brandenburg, Böhmen. Vielleicht sollten wir Brandenburg und Sachsen in Frieden lassen und einfach so versuchen, gut Freund mit ihnen zu sein. Trier, Pfalz, Mainz und Köln, das sind die kleinen. Die sind nur eins groß. Die sind am einfachsten. Oder Pfalz ist sogar 2 groß. Die sind am einfachsten zum Beeinflussen. Ich glaube, wir werden denen gegenüber allen so gut wie möglich Freunde haben. Okay, können auch nicht. Na gut, aber wir werden mal sagen, woran wir Interesse haben. An diesem Zeug hier haben wir Interesse auf jeden Fall. Und an Böhmen. Ah, warte mal, was habe ich jetzt gemacht? Und an Böhmen haben wir auch Interesse.
vielleicht sollte man nicht Istrien verlangen und das den Ungarn geben. Nö, die sollen sich Dalmatien nehmen. So, dann schauen wir mal. Mailand ist nochmal so ein guter Verbündeter gegen Venedig. Wir werden Mailand vielleicht versuchen. Oh, die haben außerdem den Papst als Feind, das ist gut. Wir werden Mailand, Ungarn und drei kleine von den Kurfürsten versuchen als in eine Allianz zu bringen. Können wir Mailand heiraten? Machen wir doch glatt. Mailand ist super als Verbündeter, vielleicht bieten die uns sogar selber an. Okay, na gut, dann. Das heißt, wir werden noch als zweites Böhmen als Konkurrenten nehmen. Und den Papst will ich eigentlich nicht als Konkurrenten nehmen. Das kann dann leicht nach hinten losgehen, weil der kann einen exkommunizieren. Der Papst ist keine gute Wahl als Konkurrent. Vielleicht lassen wir den dritten noch frei. Schauen wir mal, was passiert in den ersten Tagen. So, apropos in den ersten Tagen. Wir müssen noch den Handel machen. So, also mal Diplomatie, Economy, dort Corruption gehen wir mal rauf. Wir machen plus 3,99. Das heißt, wir können uns relativ bald eine. Wir sollten uns von Anfang an Advisor noch nehmen. Die erhöhen unseren Wert auch. Machen wir einfache. Landforce Limit brauchen wir, ist nicht wichtig für uns. Als Emperor haben wir ein relativ hohes Landforce Limit. Reinforce Speed schon eher. Maximum Manpower von die Reinforce Speed wäre vielleicht gescheit. Ich glaube, wir werden uns den nehmen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Militär-Advisor, weil das immer echt nötig. Schauen wir mal, was wir da noch haben. National Unrest, Yearly Prestige. Jetzt haben wir Prestige 24, naja. Missionary Strength, oh, der ist Level 2. Also gar teuer. Die Level 1 Typen können wir uns leisten. Nehmen wir 3 Level 1 Typen für den Anfang. Die können wir dann später besser machen. Spy Network Construction ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die können wir uns leisten. Das ist also nicht so dramatisch. So, dann. Was haben wir gesagt? Geld. Jetzt haben wir nur noch plus 0,99. Naja, kann man nichts machen. So, Trade. Ich kenne mich wirklich schlecht aus mit Trade. Ich habe echt keine Ahnung, wie das gescheit funktioniert. Wir sammeln in Wien. Das ist unsere Heimat. Trade Node. Da kriegen wir 1,6 Punkte. Wir könnten hier. Wie kann der da Trade Power from Lightships haben? Wir haben nicht einmal eine Küste. Wir könnten hier Geld einsammeln mit einem Merchant, dann würden wir mehr Geld verdienen hier. Aber. Was wir derzeit machen ist, wir holen Geld von Ragusa, das schicken wir weiter nach Wien. Wenn wir das nicht machen, wird das schwächer und es geht weniger Geld nach Wien und mehr Geld nach Venedig bzw. nach Genua. Wir wollen aber, dass das Geld nach Wien geht. Weil Wien ist in der
In Wien sammeln wir nämlich das Geld. Und hier ist es vielleicht weniger relevant, weiß ich nicht genau. In Krakau sammeln wir auch. Krakau. Das ist das Geld, das drinnen ist. Und das ist die Trade Power, die drinnen ist. Und das ist das, was... das ist unsere Trade Power. 8,7 und 8,7. Wieso ist das weniger Geld wert, obwohl da... Ah, weil da insgesamt mehr Trade Power drinnen ist. Verstehe. Wir können da weniger rausholen, weil... weil da insgesamt mehr Typen... Also weil das mehr Geld produziert insgesamt und wir... zwar gleich stark sind wie in der Krakau-Node, aber... Okay, gut. Was ist die Rheinland? In welche Richtung geht die? Rheinland geht nur weg von uns. Das heißt, das interessiert uns nicht. Sachsen interessiert uns auch nicht, das geht auch nur weg von uns. Das heißt, wir könnten vielleicht statt in der Ragusa-Node zu sammeln, zu lenken, könnten wir vielleicht hier sammeln. Aber ich glaube, wir können stärker werden. Wir lassen das jetzt einmal so. Weil ich habe da Schiffe, eine Barke und die wird den Handel in Ragusa. Nein, das will ich nicht. Das will ich. Brauchen wir diese ganzen Schippernakeln? Naja, vielleicht schon, wer weiß. So, Schiffe haben wir nicht allzu viele, vielleicht bauen wir gleich noch eine Barke. Die sind ziemlich cool. Die produzieren nämlich relativ schnell relativ viel Geld, weil sie unsere Trading Power in dem Gebiet, wo wir beschützen, verstärken. Gut, dann mal das eine. So, Technologie ist uns wurscht, da sind wir noch lange nicht so weit. Ideas, die können wir dann freischalten. Ja, die österreichischen Ideas. Es gibt so ganz eigene Sachen, die wir kriegen. Die sind sehr mit Diplomatie verbunden. Halt sehr österreichisch. Das ist zum Beispiel ziemlich cool für das, was wir vorhaben, nämlich Chef vom Heiligen Römischen Reich bleiben. Na, schauen wir mal. Das ist unsere Mission, die haben wir schon gesehen. Das sind Decisions and Policies, die können wir jetzt noch nicht verwenden. Aber die sind irgendwann einmal dann auch interessant. Oh. Was macht das? So, Stabilität. Wir sind derzeit auf Stabilität 0. Das ist nicht gut. Wir werden schauen, dass wir möglichst schnell auf plus 1 kommen. Nächstes Monat sollten wir das können, weil da kriegen wir administrative Power. Dafür brauchen wir Administrative Points. Religion. Wir sind Katholiken. Derzeit sind alle unsere Leute Katholiken. Das heißt, wir haben auch keine Probleme mit unserer Religious Unity. Das ist der View von der Papacy. Wir haben leider noch keinen
noch keinen Kardinal, das heißt, wir können noch keinen Einfluss auf den Papst wirken. Soll sein. Unser Militär. Wir können 50 Einheiten haben. Bist du deppert? Das hat, ist ein echter Vorteil, wenn man der römische Kaiser ist. wir haben keine Subjects noch, das heißt, wenn wir nicht anschauen. Und die Estates, das ist definitiv eine interessante Sache. Weil die bieten uns verschiedene Sachen. Also es gibt drei Stände, nämlich die Nobility, die Clergy und die Bürger. Die Nobility bringt mir unter anderem... Oh, wir haben schon extrem hohe Meinung hier. Wir verlangen mal diese Punkte. Wir werden dann noch schauen, warum ist das so hoch? Besitzt ihr schon so viele Gebiete? Bist du deppert? Vor allem Tirol ist gar nicht gut, dass die das haben. Das ist eine Goldprovinz. Die wollen wir auf keinen Fall, dass die von den Nobles beherrscht wird. Wenn ich das wegnehme... Ah, wir können sie dann gar nicht wegnehmen, erst nächstes Jahr. Na gut, soll sein. Geben, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Schauen wir mal. Grundsätzlich wollen wir die möglichst den Einfluss von den Bürgern und von den Typen immer relativ hoch haben, weil wir dann da mehr verlangen können. Bei 75% hier über 75% gibt es da recht viele Punkte. Zum Beispiel können wir, wenn wir über also jetzt unter 50% kriegen wir nur 50 Diplomatiepunkte. Wenn sie über 50, glaube ich, sind oder über 40, kriegen wir 100. Und über 75 würden wir 150 kriegen. Das heißt, wir wollen sie möglichst hoch oben haben. Was wir machen ist das da auf jeden Fall. Das nicht machen, weil sie noch nicht genug Einfluss haben. Das heißt, sinnvollerweise könnten wir ihnen zum Beispiel Graz übergeben. Ah, nein. Ach, shit. Idioten. Wenn wir ihnen Graz übergeben. Einfluss auf 38,4 steigen. Nein, wir müssen auf über 40 haben. Und da würde er auf 41,1 steigen. Das ist okay. So, jetzt können wir Grand Generalship machen. Dadurch steigen wir mal auf 60%. Wie seht ihr, dann machen wir schon mehr Geld, wenn wir das verlangen würden. Und hätten noch mehr diplomatische Power. Also recruiten wir noch einen Minister. Der bringt nochmal 15 Influence und... Tada, 130 Dukaten und 150 Diplomatiepunkte. Das macht sie zwar grantig jetzt, aber was soll's, wir sind noch immer positiv. So, und jetzt schauen wir nochmal, was wir da machen können. Seek Support. Auf jeden Fall, das bringt mal das ein wenig rauf. Wir könnten
Oh, wir könnten einen Emissary zu the Pink zum Papst schicken. Das ist ja gut, das machen wir doch glatt. Wir wollen Einfluss beim Papst haben. So, jetzt sind wir bei 57, auch da wollen wir über 75 kommen. Wir könnten Minister um 15. Donation macht nur die Stimmung besser bei ihnen, aber Stimmung ist eh schon recht gut. Mit 15 sind wir aber erst auf 72, das ist zu wenig. Ich glaube, wir können nur einen von den beiden uns holen. Oder? Gehen beide? Ja, gehen beide. So, administrative Punkte haben wir auch gekriegt. Finde ich gut. Dann können wir gleich mal Stabilität und Netz erhöhen. Sicherheitshalber. Geld haben wir jetzt auch einen Haufen. Das heißt, wir könnten sogar Sachen bauen. Und zwar Castles, die sind uns aber wurscht noch. So, nächstes Jahr wird es ein bisschen unangenehmer, weil dann werden wir die Leute gleich ganz unzufrieden machen, wenn wir dann wieder Sachen wegnehmen. Okay, aber bis dahin machen wir Schluss für heute, weil wir, ich sehe gerade, ich habe schon über 30 Minuten geredet mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaf gut und träumt was Schönes. Ah, das geht nicht weg. Na super. Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Nachher. Ich jetzt Control F12 mache.